Leute, ich muss euch was erzählen. Und zwar, Paper Mario geht weiter. Ja, wer hätte das denn gedacht, dass Paper Mario weitergeht, nachdem Sonntag jetzt ein Part ausgefallen ist? Ich habe ja gesagt, ist immer, ne? Es ist ja immer. Sonntag ist für mich immer so eine Zeit, wo ich mir denke, so, soll ich mir jetzt die Mühe machen, Part zu machen? Und zu machen, tun und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, so, ha, komm, lass ich mal bleiben. Sonntag ist sowieso immer ein Tag für mich, wo ich denke, so Zufall, wo es halt Zufall ist, ob ich das Video bringe am Sonntag oder auch nicht. Ich habe momentan eh nur wirklich Paper Mario als richtiges Projekt, was das angeht. Dementsprechend, und das kommt eh oft genug die Woche, also von daher ist es Sonntag. Sonntag ist für mich halt so ein Tag, wo ich mich entspannen kann. Wenn ich da halt nichts vorbereitet habe, dann kommt da auch nichts. So, wir haben noch einen Sternsplitter hier eingesammelt. Ich weiß gar nichts, die habe ich durch Zufall eingesammelt und wir gehen jetzt... Wir sind im letzten Part hier runtergegangen. Da müssen wir später nochmal hin. Ich hoffe, das geht später schneller. Und ja, wir sind hier in der Spukabtei angekommen. Und ja, dann gehen wir auch diesmal rein, ne? So. Mal sehen, wie es da drin aussieht. Die Musik ist auf jeden Fall schon sehr, sehr schrecklich. Und bevor wir allerdings weitergehen, ich wechsle kurz zu Gumbrina. Denn, man weiß ja nicht. Aber eins kann ich euch schon sagen. Das Kapitel ist relativ schnell, also schneller als die anderen zumindest. Und wir haben hier eine gute Schatzkammer entdeckt. Wir kriegen ein Kochbuch, offensichtlich von Ernährer. Ja, der gute Ernährer. Und Eisschlag habe ich schon gekauft. Und hier hinten sieht man einen Sternsplitter. Ich glaube, ein bisschen zu laut kann das angehen. Also es ist mir auf die Ohren extrem laut. So, hier ist noch eine Insignie. Zumindest sind die Soundeffekte extrem laut. Ach so, warte, Moment. So. Und hier tatsächlich gibt es hier einen optionalen Boss. Müssen wir eigentlich gar nicht machen. Allerdings werde ich den doch trotzdem machen. Ich gucke trotzdem aber vorher meine Orden an. Weil ich hätte gerne... Ja, das ist schon interessant. KP Plus, Fortuna. Ich habe doch irgendwo noch hier im Kampfwut. Oder irgendwie Kampfwut nicht. Das waren alle. Ich habe schon alle Angriffsverstecke rausgerüstet, ne? Außer jetzt hier von denen hier und Partner. Ah, genau. Ich will mir noch Charge ausrüsten. Ich mach mal kurz. Multisprung weg. Aber Charge habe ich doch gar nicht gezeigt. Und das ist halt schon cool. So, wir haben hier drei Wege. Da oben ist ein Schlüssel, wie man sieht, und ein Schlüsselloch. Wir haben hier einen Weg und hier einen Weg. Und man kann sich halt entscheiden, welchen Weg man gehen will. Hier ist ein Dingens. Ich glaube, den muss man schieben. Ja. Und dann geht's hier runter. Und dort ist ein... Ja, das sieht man, ne? Man sieht's ja. So, was war nochmal hier? Ach ja, ja. Hier war noch so ein Dingens, ne? Ja. Was kriegen wir hier? Ein Orden, ein Sparpilot. Jede Tacke, die Mario Blütenpunkte kostet, wird um eins günstiger. Das ist auch cool. Wie teuer ist der eigentlich, der Orden? 4. Oh. Ob sich das lohnt? Aber es lohnt sich. Eigentlich lohnt sich das. Achso, ich war gerade voll verwirrt. Wo geht's hier rein? Ah. Was haben wir denn hier? Juhu! Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus dieser Kiste gekommen sind. Oh, das war eine Menge. Auch wenn es nicht danach aussieht, es waren 200. Richtig. Hier, dein Gewinn. So leid es mir tut. Bis bald. Danke, wie ein Ultrapilz. So, die Tür ist verschlossen. Kommen wir später hin. Glaube ich. Wir wechseln kurz also die Dicke durch. Und ja. Somit, damit hier haben wir jetzt den Geheimboss getriggert. Der Geheimboss. Hallo? Willst du mich etwa ärgern?
Ja. Wer das ist, verschwinde! Nein. Wirklich? Oh. Raus mit dir! Oh, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Leute. Leute, wirklich, jetzt ohne Flachs. Ich glaube, wir haben hier so ein bisschen... Ja! Lass mich in Ruhe. Wenn man stehen bleibt, dann kommen die einen, dann greifen sie einen an. Oh nein! Moment, wie war... Irgendwie, warte mal. Ist da... Irgendwie konnte man da was triggern. Ich muss kurz... Moment. Oh. Ja, komm her. Nein! Wie war das nochmal? Ich glaube, man muss genug schlagen, ne? Oder? Es tut mir leid, ich stelle mich hier gerade echt an wie ein Toastbrot. Ich hätte mich natürlich informieren können. So, ich hoffe mal, dass ich es jetzt hinkriege, wenn sehr viele bei mir angekommen sind. So, kommt mal alle her. Ja, kommt! Kommt! Put. So. Lügner, du hast gesagt, du würdest mich nicht ärgern. Schmeiß sie raus. Oh nein, was passiert hier? Sie digitieren. Auf ihn. Der Fettklops. Das ist der Zwischenboss. Relativ unspektakulär. Wir scannen ihn aber erstmal. Das ist ein Atombuh. Atombuhs sind so etwas wie riesige Buhus. Maximal KP 40, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie greifen nicht nur selbst an, sondern schicken auch Doppelgänger in den Kampf. Ihre Attacken können auf Verwirrung hervorrufen oder dich zeitweise lähmen. Trotzdem, wenn so ein Ding nachts in mein Schlafzimmer käme. Guck mal, wer im Publikum ist. Luigi. Er will sich hier das Geisterspektakel nicht entgehen lassen. So. Wir haben keine Ständenergie. Das ist natürlich sehr schön, sehr gut. Gib mir einen Moment. Was habe ich hier alles? Alles klar, okay. Ja, dann, wollte ich mal chargen. Einfach mal, um es zu zeigen. Sehr schön. Okay. Machen wir den Multikopf los. Oh, fuck. Nur einmal. Na, egal. Item haben wir... Nö. Okay, gut. Dann machen wir Power Hour. Oh, haben wir nicht einsetzbar. Ja, okay. Ist ja nicht schlimm. Oder machen wir das mal eine Stampfattacke, ne? Warum denn? Wieso verwirkt das nicht? Ich krieg's nicht hin, weil ich kann mir... Ich kann's halt... Ja. Es ist ein bisschen schwer zu timen, wisst ihr? Es ist halt ein bisschen schwer zu timen, weil es so fett ist. Ja, das ist natürlich super. Hast du gut gemacht. Komm, mal eine Show-Einlage. Brauch ein bisschen sowieso. Das war keine Show-Einlage. Ich glaube, wir haben hier Probleme gerade, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Komm, jetzt mach... Nein! Mario! Oh, da... Ah, mach Body Slam, egal. Hier. Na. Danke, Mario. Danke, Mario. Endlich. So.
Oh, die Comprina ist ja immer noch so ein bisschen verwirrt. Ich kann jetzt nicht einschätzen, weil es so fett ist, wie wenn man drücken muss. Das ist halt das Schwierige. Ja, ich muss jetzt heilen. Es tut mir leid, aber ich muss es tun. Obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Es ist halt echt unglaublich schwer zu timen, wenn man dann A drücken muss, weil das muss man ja... Hallo? Das muss man ja bevor man landet, ja, genau. In dem Moment, bevor man landet, ja, drücken. Und... Das ist halt das Schwierige, ne? Na, so langsam geht das. So langsam. Sabrina! Alter! Meine Güte. Man muss halt erstmal den Landungspunkt sehen, wisst ihr? Oh nein. Oh, ist halt unfassbar schwer zu timen. So, weg mit dir. Eigentlich wollte ich gar nicht so große Schwierigkeiten bei dem Boss haben. Ich habe gedacht, ich kriege den schneller down. Egal, wir kriegen hier... All Elektriker, ein kleines Stück Glück zu Beginn eines Kampfes. Ja, wir gehen aber erstmal raus wieder. Ich will mich einmal healen. Und dann geht's weiter. Keine Sorge. Keine Sorge. Einmal kurz healen. Meine Güte. So. Mann, dass ich mich so angestellt habe, das tut mir echt leid. Ich habe nicht erwartet, dass ja, Mario halt so kacke ist. Nein, lass mich. Ach komm, geht weg. Wir gehen jetzt einfach durch die Türen. Und check mal hier aus, was Sache ist. Okay. Zubat. Oder wie hießen die nochmal? Oh Gott. So, erstmal darfst du sowieso scannen, ne? Das ist halt wohl klar. Ist halt wohl selbstverständlich. So, scannen die Scheiße aus ihnen heraus. Das ist ein Swooper. Swooper heißt sie so, weil sie im Sturzzug angreifen. Ein treffender Name, genau ins Schwarze. Aber abgesehen davon, die Swooper sind ernstzunehmende Gegner. Maximal KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie lieben es anscheinend, an der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügst, lösen sie sich von der Decke. Und dann kannst du sie endlich angreifen. Ja, ich hoffe nicht, dass die da lange an der Decke kleben bleiben. Das nervt etwas. Ernsthaft, da ist noch eine? Hä, da war noch eine? Ich hab gar nicht gesehen! Da oben! Hab ich echt nicht gesehen, krass. So, das ist ein Buhu. Du kennst Buhus natürlich schon seit langem. Maximal KP 7, Angriffskraft 3. Ihre Angriffe sind nicht so stark, aber sie können sich unsichtbar machen. Dann haben deine Attacken keine Wirkung mehr auf sie. Eigentlich sind sie ja ganz hübsch, aber auch ziemlich fiese Gegner. Wenn das so ein Ding nachts bei mir ins Schlafzimmer auftauchen würde... Nein, ich als Dame will mir sowas das gar nicht erst vorstellen müssen. Was hat das damit zu tun, dass du eine Dame bist? Ich verstehe nicht. Das macht 6 Schaden, Alter. Super. Oh, yes. Bingo. Ich trinke mal kurz. Da trinke ich doch einen Kaffee, Alter. Wir kriegen halt eine schön volle Sternanzeige. Und mehr Zuschauer. Guck mal, kaum ist man Fame, ne? Kaum ist man Fame, kommen sie ja halt an. Aber wir kriegen bestimmt noch ein Level up hier, ne, oder? Sicherlich. Erstmal mehr Kohle. Ist ja wohl selbstverständlich.
So, haben wir hier noch irgendwas? Ich will die halt mitnehmen, ne? Eigentlich. Weil die halt schön viel Erfahrung geben. Warte mal. Warte mal. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Baum. Huch. Goldblatt. Ein Blatt aus der Spukabtei. Stellt 10 Blütenpunkte wieder her. Sehr schön. Den betätigen wir gleich. Nee, eigentlich brauchen wir den gar nicht betätigen. Noch nicht. Wir gehen hier erstmal hier rein. Und ja, wir haben auf jeder Seite, um das ein bisschen zu erklären, hier auf der Seite gibt es einen Schalter und auf der anderen Seite Schalter. Und hier oben sieht man, und hier oben sind 3 Türen. Ah. So. Hier oben sind 3 Türen, die führen in die Halle. Und die mittlere Tür ist, die führt halt wieder komplett runter. Wir gehen durch und fallen runter. Dementsprechend wollen wir, das machen wir natürlich nicht. Wir müssen erst auf die andere Seite gehen. Und mittels den Schaltern hört man, ne? Kann man die Treppe verschieben. Das ist eigentlich recht easy. Und jetzt haben wir die Treppe halt hier weiter vorne. Und hier müssen wir natürlich auch hin. Denn wie wir in der Haupthalle schon gesehen haben von unten, hier ist ein Schlüssel. Auf der Seite. Und das ist eigentlich im Groben die ganze Zeit die Spukabtei, ne? Mehr ist hier, glaube ich, auch nicht zu sagen, wie was hier Phase ist. Mehr ist hier halt nicht. Aber ich hätte gerne halt wirklich noch ein Level up. So. Na, ist hier noch ein Buhu irgendwo? Nee, gut. Aber hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Kubio, mein Freund. Hol meine Schlüssel her, danke. Sehr schön. Ja, und damit bist du halt auf die andere Seite. Mehr ist das nicht. Mehr ist hier nicht. Tatsächlich. Mehr ist hier echt nicht. Man sieht da schon, wo die mittlere Tür gegangen hin wäre. Man sieht es. Ja. Aber wie schon gesagt, die Spukabtei ist das Kapitel ist jetzt nicht unbedingt das längste. Allerdings. Ja gut, es hat schon eine gute Länge. Allerdings ist das Sternjuwel sehr schnell zu holen. Ach, ich muss das nochmal machen. Das Sternjuwel holen wir hier tatsächlich schon sehr früh. Zumindest kann man es schon sehr früh holen. Ich hätte auch gern hier mehr hier im Haus zu tun. Allerdings ist das nicht mehr weit bis zum Sternjuwel. Komm, den machen wir noch. Kubio, guck mal, wie viele Toads da sind. Jetzt habe ich den Müllsprung weggegeben, ne? Ich bin auch so ein Held. Alter, 4 Schaden, Kubio, Mann. Du bist echt stark. Nein, 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 nein. Nein! Und ich habe sofort gedrückt, weil ich dachte, wenn ich sofort drücke, geht das nicht. Ich habe auch so einfach nur Pech, ne, gerade. Sehr schön. Es ist einfach nur wundervoll. Kann man so viel Pech haben? Ey, komm, jetzt erledige ich den. Das ist jetzt nicht großartig. Komm.
Oh Mann, ey. Oh, danke, danke. Danke. Ja, ich schließe das hier noch auf. Und dann würde ich sagen, ich gehe noch offscreen einmal noch mal runter. Und dann, um mich da vor der Abtei noch mal zu heilen. Und dann gehe ich wieder hier hoch. Und dann sehen wir uns hier an diesem Ort wieder. Ja, ist das ein Deal? Na gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.